Servus Leute, da bin ich wieder. Ich komme gerade von unserem Overnighter mit viel Regen und Sturm. War aber trotzdem geil wieder. Und ich habe jetzt noch kurz was abgedreht. Und zwar geht es um den, sieht man, den Tasmanian Tiger Pathfinder, den riesen Klopper. Den wollte ich euch mal zeigen. Muss aber gleich dazu sagen, im Wetter ist alles ein bisschen chaotisch und ein bisschen hektisch geworden, aber vielleicht wird ja trotzdem ein gutes Video draus. Falls euch interessiert, dann bleibt da drauf. Viel Spaß. Also, wir packen gerade die Böden zusammen. Natürlich gedenke ich, zeige euch noch was in der Tasmanian Tiger Pathfinder, was ihr alles so drin gehabt habt und vor allem was alles reinpasst. Das Tab wieder, sage gleich dazu, und die Elefantenhaut, das war auch noch drin, aber das lasse ich jetzt mal stehen noch vor sich zusammen, weil es das wäre die ganze Zeit. Also, das sieht man nochmal, Tasmanian Tiger Pathfinder, altes Modell, gibt es auch, glaube ich, so nicht mehr zu kaufen. Ihr habt hier so zwei Seitentaschen, die könnt ihr auch schön zusammen machen. Ihr könnt das ja als Rucksack mit dem Reißverschluss verbinden. Ich mache da immer auf die eine Seite, weil das wirklich groß ist. Mache ich immer die ganzen Werkzeuge zum Beispiel rein. Oder nehmen wir, fangen mal mit dem Hauptfach an. Oben habt ihr so eine Kordel zum Festziehen, hier auch nochmal. Ich meine, der Rucksack hat 80 Liter plus die Seitentasche, aber ich schaue nochmal, falls ich jetzt was Falsches sage. Innen drin ist er dann nochmal, hat er hier neben eine Seitentasche drin. Und hier auch eine. Hoppla. So, als erstes mal die Isomat von der Bundeswehr hinein. Dann haben wir hier das eine Zelt, wo ihr gesehen habt, das Einmannzelt von Miltec. Passt wirklich sogar in die Seitentasche hier mit rein. Na, ich sehe gerade nichts. So. Dann das war das, keine Ahnung wie es heißt, das Bivi-Zelt, das mich ein bisschen im Stich gelassen hat. Hat viel Feuchtigkeit heute Morgen drin. Dann haben wir hier auf die andere Seite. Dann habt ihr im Prinzip, auf das sieht man, habt ihr hier zwischendrin noch das komplette Hauptfach. Da stopfen wir jetzt rein. Thermarest, Isomatte, ganz innen rein. Oh, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Dann haben wir hier Bundeswehr-Poncho. Noch ein 0815-Poncho. Thermarest Kopfkissen. So, und jetzt ist er halb voll hier im Hauptfach. Kleine Eisenpfanne. Kann man auch noch schön hier hinten dran machen. So, dann mache ich hier mal eine Seitentasche, mache ich mal das Werkzeug rein. Weil da wirklich ordentlich was reinpasst. Paracord etc. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Jetzt wird es wieder nass. Andere Seite hier meine Pouch mit der Drangia etc. Bobo, Fettöl, was man alles dabei hat. Ja, und so geht es schon die ganze Nacht und den ganzen Tag mit dem Scheißwetter. Hier haben wir noch die Flasche, die Filzflasche. So. Dann hat er hier oben noch.
großes Hauptfach nochmal hier drin, wo da einiges reinpacken können. Hoppala. Der Carinthia Defense. Könnte man jetzt irgendwo vorne hinschauen oder so. Aber dass das sehr großes innere Fach noch ist, stopfe ich den vorne rein sogar. Normalerweise sollte man außen hin machen. Nochmal komplett sparen. Ich hoffe, dass man das sieht, dass alles reinpasst. Also den Defense 4, den kriegt er da locker rein, da könnte er sogar noch ein Raincover oder irgendwas mit dazu reinmachen. Die Pflanze. Ich würde gerne nochmal eine Sonnenschein machen. Aber jetzt hat es bisher gar nicht wurde. Jetzt hat es nochmal richtig angefangen. Landsrehe und richtige Sturmböe. Jetzt steht das Tarp noch der Fugelblose aus der Kurve. Ja, wo waren wir jetzt? Da noch ein Klappspade. Der kommt noch hier neben zum Leinzweck rein. Also die Taschennebel sind wirklich mega, das ist, da bringt das so viel Zeit rein. Echt geil. Ich hoffe, ihr hört überhaupt was wegen dem Wind. So, dann haben wir da noch die kleine Espresso-Kanne. Dann haben wir zum Essen. Hobo etc. neu. Normale schön untere Tasche drin. Dann nehme ich noch die zwei Elefanten heute. Die stopfen jetzt einfach so rein, weil es ist eh alles nass. Ich habe halt alles doppelt dabei. Ich habe zwei Zelte und so. Für den Doggy noch. Aber dann sieht man wenigstens mal, was da alles rein passt. Also ist schon ein geiler Trümmer, der Rucksack. Wie gesagt, wegen der Liter, ich schaue nochmal. Ich meine 80 Liter plus die zwei hier neben. Also 100 Liter müsste es dann sein, oder sogar 120, ich kann es echt nicht sagen. Ansonsten, das Teil ist wirklich absolut geil. Ja. Den Kleinen zeige ich euch ein anderes Mal, wollte ich heute eigentlich. Aber das wird heute nichts mehr bei dem Wetter, da will ich mal ein bisschen Zeit dafür nehmen. Danke schon mal an der Jan von Knall-Yoga. Mehr wird noch nicht verroten. Ja, auf dem freien Jahr schon richtig. Ganz noch schön da vorne reinmachen. Zack. Also wirklich ein Platzwunder. So, jetzt ziehe ich natürlich noch hoch, dass das seht, wie groß das ist. Also ich bin nicht gerade gerecht, deswegen für mich ist er vielleicht fast ein bisschen zu groß, wie gesagt, man kann ihn ja verstellen. Aber das ist schon ein ziemlicher Trümmer, muss ich sagen. So, einwandfrei.
halbe Hausrate beim Rucksack und da lässt sich wirklich gut tragen, wird ein richtig geile Hüftpolster daneben. Ja, jetzt machen wir noch das Feuer aus. Hoppala. Könntest eigentlich du machen, Tobi. Oh. Seht ihr mich noch? Ja, das Land, das Rotfuhr kommt danach noch drüber. Gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die Kamera sieht aus wie Sau grad. Ich hoffe, man sieht mich noch. Wie gesagt, das Medien Tiger Pathfinder. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, Kommentar, Abo, wenn ihr noch keins habt. Wichtig ist, die Glocke drücken, dass ihr immer die Benachrichtigungen bekommt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bringe den jetzt zurück ins Auto. Allah, macht's gut, ciao.